Und das ist auch dann immer zur gleichen Zeit unser Synchro-Ding. Das ist okay, jetzt sind wir so 3, 2, 1 und dann machen wir das. Ich mach das, ja? Du machst nur den da, okay? Fertig, halb und 3, 2, 1, boom. Das ist der Boris von Black in Hell. Grüß euch. Du hast auch früher bei den lokalen, also bei meinen lokalen Metalcore-Helden, Before the Fall, gedrummert. Ja. Ja. Da bist du mir das erste Mal aufgefallen. Ich habe mir gedacht, wer ist dieser Fleischberg da im Hintergrund, der das Schlagzeug so verprügelt in meiner lokalen Lieblingsband? Und ab da bist du bei mir Big and Brim und da habe ich dich ein bisschen mitverfolgt und so. Okay. Und du bist relativ fleißig. Also du hast ja nicht nur mit lokalen Bands zu tun und bist nicht nur selber Drummer, sondern auch in der Produktion tätig. Du hast zum Beispiel Zeug gemacht wie zum Beispiel Ectomorph. Ja, genau. Was hast du genau gemacht? Ich war FOH-Techniker von Jana. Mhm. Und halt so quasi Tourmanagement, wenn man so will. Unter anderem, war, glaube ich, 2 Jahre unterwegs. Mhm. Und europaweit mit Touren, mit Creator, Children of Bodom, Fear Factory, diverse Festivals. War an sich eine coole Zeit. Also viel gelernt, viel gesehen. So an sich über die Leute will ich gar nicht sprechen. Ich meine, du wirst das eh selber auch kennen. Ich kenne sie eher. Ja. Dann habe ich gesehen, Mastic Scum kennt man. Bass, genau, ja, da war ich zeitlang. Da war ja zu Beginn eigentlich ein FOH-Techniker und dann war so, dass. Bist du reingerutscht? Der Harry gemeint hat, sie suchen einen Bassisten und nice. Ich halt gesagt habe, ja, lass mir mal probieren. Ja. Und das war eigentlich, hat das gleich ziemlich gut gepasst. War das deine erste Band, wo du Bass gespielt hast? Ever? Bandmäßig ja, also so, okay. Ich spiele halt nicht nur Drums, ich spiele auch Gitarre, ich spiele ja. Bass, ich spiele ein bisschen Keyboard mittlerweile, cool. Produziere ja Hip-Hop-Beats und mache viel auf Fingerdrum-Machines ja. Und solche Sachen. Würdest du dich als Multi-Instrumentalist sehen oder sagst du, du bist der Drummer, der andere Sachen auch kann? Ich weiß nicht, ob mein Können an den Strings so weit reicht, dass ich sagen könnte, ich bin Multi-Instrumentalist. Okay. Aber ja, also du bist der Drummer, der mehr bin kann. Ich bin ja ein Drummer, der geil. Mehr kann. Ja. Cool. Und da habe ich gesehen Reverend Backflash. Genau, da habe ich aber nicht gespielt, da habe ich halt. Das produziert. Da habe ich produziert, oh, ja. Ja, EP und ein Album. Sehr, sehr fleißig. Sehr fleißig. Und im Moment bist du Drummer bei Black in Hell. Genau. Das bist du da auch doch kreativ dabei? Ja, absolut. Also du schreibst auch mit. Genau. Und exekutierst ja. Nicht mehr. Ja. Also wir diskutieren auch. Ja, okay. Aber sehr ja, na, der Writing-Prozess bei uns passiert halt so, klar, es kommt jemand mit einem Riff und es wird halt dann geschaut, dass das brutal gemacht wird. Ja, ja. Und dazu trage ich natürlich auch meinen Teil bei. Und sonst, du hast gesagt FOH-Techniker. Ja, ich bin in der Veranstaltungsbranche seit 19 Jahren tätig und bin halt viel live unterwegs und jetzt gerade nimmer. Das ist eh klar. Ja. Und produzieren tust du auch in den Stamping Ground Studios. Ja, genau, in also Floridsdorf. Jetzt nicht so viel oder nicht so aktiv, weil ich halt eben live gut gebucht und viel unterwegs war. Dass du das eher als Hobby sehen oder würdest du sagen? Also meine Leidenschaft war schon eigentlich immer der kreative Faktor. Und ja, mir das da unten halt im Laufe der Jahre, wo ich halt in dieser Szene und in der Branche bin, habe ich mir das unten halt aufgebaut und halt mein ganzes Geld quasi dorthin investiert. Mit unten meinst du im Keller? Genau, bei mir im Studio. Ja. Es ist ein richtig, richtig cooler Proberaum. Ja, danke. Da durfte ich ja auch eine Zeit lang residieren mit Discure. Ja. Der war richtig, richtig cool. Voll hoch. Genau, ich weiß nicht, ob du jetzt schon unten warst mit dieser Holzverschalung und so. Ich habe nur Fotos und die Videos. Also klangig ist er top. Und, nice. Ja, der Kerem Lechner hat er auch bei Norbert mietet und so. Sich ganz gerne eine und macht mittlerweile viele Produktionen unten. Ja, Raum ist super. Aber eben, ich habe es halt bis heute noch nicht geschafft, dass ich irgendwie in diese Richtung mehr Studio und produzieren und so gehe. Ja, keine Ahnung. Also jetzt
durch den Lockdown auch und durch die viele ja. Zeit, die ich eigentlich zu Hause bin. Also jetzt mache ich gerade wieder was anderes, aber jetzt bin ich halt aktiver, sagen wir so. Ist das der Kurs, den du in Zukunft gern lieber gehen würdest? Dass du sagst, okay, nein, du bleibst lieber im Keller und produzierst Bands. Ja, früher oder später natürlich schon. Also so, glaube ich, jung war und ja. mit der Tontechnik-Ausbildung fertig war, wollte ich halt unbedingt raus und die Welt sehen und Curven und so. Rock'n'Roll. Und ja, ja. Aber mittlerweile auch als Vater einer vierjährigen Tochter und irgendwie habe ich viel gesehen oder halt, ja, würde es mich schon mehr dazu bewegen, irgendwie zu Hause zu sein, im Studio zu sein. Genau. Und deinen eigenen Timetable genau, machst und kreativ. So. Mehr, ja, genau. Cool, das sind Hip-Hop-Beats auch? Ja, mit, ja. Also das hat eh irgendwie begonnen, wie die Kleine auf die Welt gekommen ist. Ja. Weil dann konnte ich zu Hause halt nicht mehr am Abend spielen, ja. an den Drums, weil es halt laut ist. Dann habe ich mal so Fingerdrums und okay. Keyboard und dann habe ich halt begonnen, Beats zu produzieren am Kopfhörer und halt schön leise, aber okay. doch aktiv. Ja. Das heißt, du kommst noch so ein bisschen so in die lokale und nationale Hip-Hop-Szene hinein? Ja, ja. Will da jetzt nicht zu viel drüber reden, aber ich bin... Also du schnupperst rein? Ja, ich bin eigentlich schon mehr wie am Schnuppern. Also ich bin da ja. schon aktiv mit einem Rapper. Also wir haben IP, die... Ich kann jetzt nicht sagen, wann es released wird, ja, aber ja, wir sind, genau, es gibt Material, was demnächst released wird und da bin ich halt quasi als Produzent der Beats aktiv gewesen. Und, ja. Okay, würdest du sagen, dass da in der, wie die Hip-Hop-Subkultur operiert untereinander, würdest du sagen, dass da auch so eine Szene, eine Community gibt oder wie eine Family und was, gibt es eklatante Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesem Metal-Hardcore-Ding ja, und nice. Dem Hip-Hop-Ding, weil in letzter Zeit bei den Big Boys fällt mir auf, kommen so auf die Frage, wie kriegt man in unsere Metalcore-Bubble, ja, kriegen wir andere Bands hinein, weil wir wollen das auch. Ja, ich ja. sage aber nicht nur so Stoner-Rock und Post-Rock-Bands, sondern wirklich vielleicht auch komplett andere Genres. Das heißt, ja, ist elektronisch oder interessant, dass das anspricht, weil das habe ich mir auch immer gedacht und früher schon. Also ich hab eigentlich immer mehr Community bei den Hip-Hopern gesehen, ja. eigentlich im Metal oder im eigenen Genre. Okay. Weil so bandmäßig macht halt jeder sein Ding, man kennt ja. sie halt natürlich alle, aber es macht halt Es ist, glaube ich, untereinander der Support nicht so groß wie beim Hip-Hop, oder mir ist halt so vorgekommen. Okay, spannend. Ja, eigentlich schon. Und jetzt auch durch die Sendung, die ich habe, bin ich quasi da ein Verknüpfungselement mehrerer Musikrichtungen, habe ich den Eindruck. Ja. Und merke, dass das halt jetzt auch, wo es halt nicht so viele Möglichkeiten gibt, oder wo die Bands nicht nur auf sich allein gestellt sind, dass das schon irgendwie übergreifend ist. Und ich habe geschaut, du bist ja für die nächsten Wochen hast du ja eigentlich schon Programm in Wahrheit. Genau, ne? Bis 16. Oktober ja. ist einmal wöchentlich, also nächste Woche nicht, weil wir hätten ja an sich gespielt am 12. September in die Hall, findet aber nicht statt. Mhm. Ja. Aber bis jetzt einmal 16. Oktober und die Nachfrage oder die Anfrage ist riesig. Das glaube ich schon, also, weil du baust ja damit er mehr oder weniger Forum auf und ersetzt jegliche andere Location in Wien, wo normalerweise Bands eine Infrastruktur haben, um ihre Kunst zum präsentieren. Ja, naja, es ist, also ich mache es ja. nur, solange es nicht möglich ist, wieder unter normalen ja. Voraussetzungen. Also beantwortest du eh schon eine Frage von mir, weil ich wollte die Frage, also, ich habe jetzt nicht vor, dass ich da irgendwas ersetze oder dass ich irgendwas ja. neu erfinde oder das jetzt ein Muss okay. ist. Ja, ich wünsche mir nichts mehr, wie dass wir bald alle wieder normal spielen können. Ja. Und aber das ist noch nicht so ganz... Genau, und solange das halt nicht passiert oder passieren wird, habe ich mir halt irgendwie verpflichtet ja. gefühlt, diese Möglichkeit da unten. Erst einmal finde ich finde es super geil, dass du das machst, dass du sagst, okay, gut, ich gebe mein Studio, gebe ich her dafür und ich mache euch das alles, weil im Prinzip das Einzige, was die Bands machen müssen, ist die Amps runtertragen, ja, anschließen genau. und ab dann fängt schon deine Arbeit an mit Soundcheck und das live präsentieren, ja, bis hin zur Moderation, dass du liebend gern machst. Ja. Das ist super geil.
Merkt man das, dass ich es so gern mache? Oder? Ich voll. Ich meine, du sagst es auch nicht jedes Mal. Scheiß morgen. Könnte und, aber jetzt loswerden, und, oder? Und hinten nach dann noch dich nochmal selbst vor die Cam setzt und sagst, so, Konzert ist jetzt vorbei, aber jetzt reden wir noch. Ja, und jetzt gebe ich euch noch einmal Platz, dass ihr euch promoten könnt. Ja, und das für die Band, für Natch. Weil die Band muss im Prinzip nichts machen, außer den Event auf Facebook teilen und halt Self-Promotion und bla bla bla. Und das ist im Prinzip heutzutage keine Arbeit mehr. Ja? Ja. Und das finde ich geil. Und wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, gut, alles bricht weg, fuck it, ich mache das jetzt, weil wenn es ich nicht mache, macht es keiner. Oder macht es irgendwer scheiße. Und bevor es wer scheiße macht, machst das du. Das war ziemlich bald einmal. Also ich muss sagen, ich hab massive Schlafstörungen, das möchte ich auch nur kurz erwähnen. Okay. Und habe eigentlich, wie der Lockdown war und ich keinen Auftrag mehr gehabt habe, ziemlich gut geschlafen. Mhm. Bis plötzlich die Idee von dieser Sendung geboren wurde. Oh nein. Dann war es halt wieder so, dass ich halt in der Nacht munter geworden bin. Und halt, das könnte ich machen. Ja. Kann nicht mehr einschlafen, weil das kann ich so machen, das muss ich so machen. Ja. Ja. Aber ja, das war ziemlich bald. Und es war ja, man hat ja gesehen, dass die Bands alle eigentlich aktiv waren und Wohnzimmerkonzerte gespielt haben. Ja. Und es hat ja größere Firmen gegeben, die irgendwelche Corona-Konzerte oder Festivals veranstaltet haben. Aber halt in einer Venue, die riesig war, wo irgendwie die Band auf der Bühne steht und Licht blinke. Alles wirkt ein bisschen verloren. Genau, in einer nackten Location, wo keine Leute sind. Und ich habe mir das in Minuten angeschaut und habe mir gedacht, das kann überhaupt nichts sein. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, hey, einer Band zuzuschauen im Proberaum, die vielleicht einen Song schreibt oder eine Coverversion oder halt irgendwie interaktiv auf die Sachen von Leuten, auf Fragen eingeht und halt irgendwie das umsetzt im Proberaum, ja. Ja, man dachte, das könnte eine gute Idee sein. Es hat ein bisschen mehr auch dieses finde ich, dieses Podcast-Feeling, was viele Leute im Moment suchen, damit man, es klingt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber damit man nicht allein ist, ja, horchen viele Leute Podcast, weil es ist so dieses Ding, okay, da reden wir, zwischen uns gibt es dieses Ding da und dann kannst du dich dazusetzen quasi und kannst uns zuhören. Genau. Ja, und das wirkt sehr, sehr inklusiv. Ja. Genau. Und das macht dieses Zu-Gast im Proberaum macht das auch, weil das sind halt ein paar Dudes, die ganz casual dastehen und halt ihre Songs spielen und sagst, okay, setz dich auf die Couch und wir spielen jetzt mehr oder weniger exklusiv für dich. Genau. Ja. Und in so einem Konsens sieht man Bands auch nicht so häufig, finde ich. Auf der Bühne sieht man Bands relativ oft, ja, aber dann so ein bisschen dieses Intimere. Im Proberaum der Band einmal zuzuschauen. Ja. Genau, das war auch die Idee oder das war der Gedanke. Ja. Und deswegen auch der Titel, weil ich immer dachte, okay, ich hole mir jetzt eine Band zu mir als Gast im Proberaum und lasse aber das Publikum gleichzeitig bei der Band zu Gast im Proberaum sein. Ne? Also das war irgendwie, der Name war schnell geboren. Bist du da alleine oder hast du da ein Team? Nein, oder? Ich habe ein Team, also allein. Ja. Also ich bin damit da zum Feier gegangen. Der Feier ist da sehr aktiv und greift da echt massiv unter die Arme. Ja. Sagst du den Leuten, die das nicht wissen, wer der Feier ist? Der Feier ist in der Szene eh kein Unbekannter. Der ist halt Booker und Manager unter anderem von Seiler und Speer. Unter anderem von Black in Hell, von meiner eigenen Band. Die Agentur, das heißt, das sind die Bookings? Genau, das ist FFS Booking oder Bookings Austria. Ja. Genau, und wir sind langjährige Freunde und wir haben schon einige Sachen gemeinsam gemacht, unter anderem eben das Dimebash 2012, glaube ich, oder 2011. Da habe ich auch die Idee gehabt davon und bin zum Feier gegangen, weil ich selber kein Veranstalter bin. Ja. Und er hat gesagt, ja passt, das machen wir. Und genau, und so ist eigentlich mit all meinen Ideen. Ich sagte, okay, passt, das machen wir. Sehr geil. Ja, das. Wer ist da noch dabei? Der Jagel Roman, unter anderem eben Techniker von Seil und Speer auch, aber Havek und Atas und ehemalig Christina Stürmer. Und der ist auch für Luit Mikrofone aktiv und ich bin damals zu ihm gegangen mit dieser Idee und er hat halt gemeint, er wird das einmal anbringen bei Luit und die haben mir gleich irgendwie zwei Koffer mit Mikrofone vorbeigebracht und gesagt, hey, Idee ist gut, wir unterstützen das auf jeden Fall. Geil, sehr geil. Genau, und dann halt Variabel der Mauro, der ja da im Raum probt. Bei Discure ist er gefallen. Discure, ja. Auch mehr. Macht manchmal Videocard. Er ist
Aber ansonsten ist es halt überschaubar, weil ich wollte halt die Sendung so gering, vom Aufwand so gering wie möglich halten, damit das auch, im Grunde kannst du das auch schaukeln. Aber ja, ist natürlich angenehmer, wenn man das ein bisschen compartmentalisieren kann. Und ich habe den Sound, den habe ich eben an einen Jagi-Roman übergeben, weil die Anmoderation, was die Bauchbinden und den ganzen Cut und so, ja, ich kann nicht alles machen. Insofern bin ich froh, dass ich so ein starkes Team habe. Voll. Das ist so geil, dass ihr da jede Woche was rausbringt und überall streamt. Habt ihr hier auch, also vermutlich so Anfangsschwierigkeiten auch, oder ging das gleich so, ist es durchgeflutscht, oder habt ihr eine Testphase gehabt, oder? Na, also Testphase, ja schon, also die Testphase war die Listening Session von Black & Hill, da haben wir das Album gemacht, oder präsentiert, und an sich wollten wir ja auch spielen, oder das war in erster Linie meine Idee, dass wir spielen. Das wurde dann aber, daraus wurde halt nichts, weil wir diese Nova Rock Geschichte gespielt haben. Das war auch so ein Stream halt auf dem Pannonia Field. Ja. Coole Sache. Aber so wurde halt quasi, dass wir spielen, das ist jetzt irgendwie dann nach hinten gereiht. Schauen wir, ob wir das mal noch schaffen werden. Das könnt ihr im Prinzip ja jederzeit noch machen. Ja, genau. Wir haben jetzt eigentlich das Setup steht unten, theoretisch. Eben, ja. Sollte mal gar nicht ausfallen. Sagt einfach, genau. Ja, okay, heute machen doch wir. Machen wir. Damit die Woche auch was ist. Ja. Aber Schwierigkeiten, so, ja klar. Genau. Also die erste Sendung gleich am Schluss natürlich beim Talk. Internet abgehackt. Und da früher waren wir nur auf Twitch. Und das hat sich dann auch, das der mich dann auch mehr mit der Materie beschäftigt. Und dann kam eben YouTube dazu. Und dann hat der Chat nicht funktioniert. Und ja, eigentlich war jede Sendung irgendwo irgendwas. Ja. Aber mittlerweile. Würdest du sagen, es ist schon dort, wo du es gern hättest oder wo du sagen kannst, okay, jetzt ist es qualitativ vertretbar? Oder würdest du sagen, es ist noch in so ein bisschen so in der Alpha-Phase? Also generell würde ich sagen, es geht auf jeden Fall besser. Ja. Ja. Es ist halt Guerilla-Style, es ist halt im Proberaum bei einer Probe. Ja, voll. Es geht auch von, was der oft. Die ganzen Kameras sind in Sync und dann schaust du das nachher an und dann denkst du, die eine Kamera ist nicht in Sync. Ja. Mhm. Aber beim Soundcheck war es noch so. Ja. Ja. Also es passieren halt auch Dinge, die mir nicht erklären. Das ist ein super komplexes System. Ja, voll. Ja. Ich hab zwei Leute, die haben mich dann mit Cams ausgestattet, haben mir das installiert und das funktioniert alles tadellos. Ja. Aber es passiert halt trotzdem. Wie viele Kameras rennen da? Sechs Stück. Sechs Stück, super. Ja. Ja. Wie gesagt, dafür, dass das so von Null heraus einfach aus dem Boden gestampft und gleich da ist, ja, und präsentierbar, es ist wirklich, wirklich geil. Ja, freut mich, cool. Voll. Ich wollte dich fragen, wie es dann machen, du sagst, so lang wie nötig. Ich hätte gesagt, Situation. Auf jeden Fall. Heuer mal, ja, weil es wird so, wie es ausschaut, man jetzt hat es Lockerungen geben, ja, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass viel passieren wird oder dass viel stattfinden wird. Und ja. Hast du Tipps für Leute, die eine Idee haben zu einem Podcast oder zum Livestream oder irgendwas in der Form, die sagen so, okay, ich hätte eine Idee für eine Podcast-Show? Aber die trauen sich nicht, diesen ersten Schritt zum gehen. Wie überwindet man den? Ne? Weil es sagt sich einfach, er sagt, ja, fang halt an. Irgendwo musst du beginnen. Ja? Wie bringt man jemanden zu den einen Schritt, wo er dann wirklich sagt, ja, okay, ich mache jetzt eine Episode und fuck it, ich lade hoch, ich schaue, was passiert, ich schaue, wie die Reaktion ist. Also, ehrlich gesagt, bin ich da zu wenig mit dieser Materie aktiv. Ja. Und ich finde, eure Sendung finde ich auch cool. Und eben, du wirst das eh selbst wissen. Ja. Irgendwann beginnst halt einmal damit und du musst halt einfach dranbleiben. Ich glaube halt, du darfst dich nicht abschrecken lassen von wie viele Leute schauen dazu. Mhm. Interessiert das überhaupt jemanden? Warum tue ich mir das an? Also, wir haben auch Sendungen gehabt, da passiert dann live nichts, gar nichts, da kommt ja keine und Frage dann, und so. Genau, und dann ist aber das online und dann haben die in einer Woche 600 Views. Ja. Ja. Also ich meine nur, das
Also da finde ich es schon cool, dass entweder du oder der Feier halt dann noch dort sitzt und dass ihr halt auch schaut, okay, passiert da am Bildschirm was, okay, es passiert nichts, dann rede ich halt mit denen. Ja. Nicht, dass die dann da sitzen, wie bestellt genau, und nicht abgeholt und da passiert nichts. Das habe ich mir nämlich so primär gedacht, ja, weil ich weiß, dass bei uns, wenn wir zum Beispiel auch noch sagen, hey, wir brauchen Fragen für unser Q&A, passiert auch hin und wieder relativ wenig. Und ich so, okay, scheiße, was machen wir? Ja. Und bei uns ist es aber nicht live. Ja, und dann denke ich, okay, gut, es ist Freitag, live, und dann denke ich voll oft, okay, vielleicht haben die Leute vielleicht das, quasi was Besseres zu tun, wollen das nicht schauen, sondern sie denken sich, ich schaue es dann im Nachhinein, können aber dann nicht mehr interagieren. Und da sitzt die Band da und hat so eine Frage. Ja, genau. Und das. So, das ist ein bisschen wenig. Ja. Das ist schon smart, ja. Also du meinst nicht abschrecken lassen durch mögliche... Ja, nein, generell nicht, aber das trifft ja jetzt nicht nur auf einen Podcast zu, sondern auf alles. Musik machen, auf keine Ahnung, man muss halt einfach dranbleiben, man muss Spaß dabei haben und muss das Ding halt durchziehen. Ja. Ich weiß, ich kenne einen YouTuber, der dann irgendwie Videos macht und meint, ja, warum tue ich mir das überhaupt an, weil das schaut sich eh keiner an. Aber der ist halt trotzdem ziemlich aktiv und das kennt ihn trotzdem jeder. Voll. Und verfolgt das oder kriegt das halt nebenbei mit, was der Typ macht. Ja. Also. Ja. Nein, man muss auch, wenn man die Idee in sich drin hat, ich vergleiche das oft gerne mit Schluck auf, das tut voll weh, wenn man das irgendwie in sich zurückhält und so, sondern man muss einfach in die Welt raustragen, das Ding dann rausschmeißen und schauen, was passiert und wer weiß. Ja, vielleicht triffst du genau die andere Person, die genau das gebraucht hat. Mhm. Ja, und ja, wenn du dir irgendeinen Act aussuchen könntest, wurscht ob national, international, egal wie groß, wie klein, du sagst so, ihr müsst jetzt Gäste sein bei mir im Proberaum und die müssen ja sagen, welche Band ist das? Schwierig. Na, du musst dich leider schnell. Ja, schnell entscheiden, weil jetzt so die Band weg. So spontan würde ich sagen Hatesphere, weil weil die waren bei mir zu Gast im Proberaum damals vor. Weiß ich nicht, das war, ich habe ja einen Sound für Hatesphere gemacht auf der Enemy of God Tour von Creator. Ja. Und da wurden wir halt Freunde und dann haben die in Ungarn gespielt mit Morbid Angel und dann haben sie quasi bei mir im Proberaum unten geschlafen oder dann am nächsten Tag oder so. Sie waren auf jeden Fall in Off, die haben es bei mir unten verbracht und haben unten den Song Sickness Within geschrieben und haben das Album im Zuge dessen mir gewidmet und in Niklas. Ja. Und da sie den Song unten geschrieben haben bei mir im Proberaum, wäre es eigentlich cool, wenn die das unten ein Live-Set zocken würden. Ne? Fett. Ja, voll. Ja. Also es war damals noch ein anderes Line-Up, aber ich glaube, das wäre cool. Also die hätte ich gerne unten. Das wäre nice. Und das Video auch so gedreht im Proberaum mit Leuten drinnen und so. Ja. Die haben das wirklich dann an den Proberaum angelehnt. Okay. An diesen Writing-Prozess. Sehr geil, ja. Naja, aber es ist ja nicht so unwahrscheinlich. Nein, also das ist eigentlich nicht, ja. Zu deiner eigenen Band, ihr habt ja ein neues Album. Ja. Brandneu. Resilience, mit einem super Bandfoto drinnen. Bitte gerne. Und da hattet ihr schon recht busy plans, wie ihr das promotet. Nicht nur mit coolen Videos, ja, das animierte Video war sehr, sehr fesch, sondern ihr wollt jetzt auch recht viel spielen, also nicht nur Novarock. Ja, natürlich, sondern klar, wenn man als Band Album macht, will man halt natürlich so viel wie möglich live spielen und das auch promoten, Und von heute auf morgen ist die Tür zu, genau, und das geht nicht mehr, und Wie seid ihr mit dieser Frustration umgegangen? Und wie habt ihr das? Oder gehen noch immer damit um? Oh ja, wir sind noch immer frustriert. Ja, natürlich. An sich, 2020 wäre ein super Jahr gewesen für uns und wir hätten echt tolle Festivals gespielt und tolle Shows. Und es ist halt extrem frustrierend, wie du schon sagst, wenn du ein Album rausbringst, wo du halt überzeugt bist davon, dass das was Gutes ist, oder Grandioses ist, weil wir echt happy sind mit Sound, Songwriting und mit dem ganzen Package und wie es ausschaut und wie die Videos sind und so. Wir haben da halt echt viel
Liebe zum Detail, viel Geld, viel Zeit investiert und auf einmal, so wie du sagst, Türe zu und steht da. Und ja, und ein großer Promotion-Aspekt fehlt auf einmal. Genau. Ja. Also Album kam im Mai raus, das war eigentlich so vom Lockdown her insofern vielleicht auch gut, dass das so war, weil die Leute hatten Zeit zu Hause, das Album zu hören. Also wir haben halt auf Spotify haben halt gemerkt, dass extrem viel passiert auf einmal. Super, ja. Aber ja, wenn du nicht live spielen kannst als Band, dann bist mehr oder weniger auf das beschränkt, was halt das Internet hergibt. Voll, ja. Und ja, das reicht leider nicht. Okay, und du sagst ihr seid noch immer frustriert. Steht deswegen jetzt bei euch? Ich rede von mir. Ich gehe mal davon aus, dass das natürlich für die anderen, der andere war ja eher da, dass das für die anderen auch zutrifft. Aber, ja. Oder glaubst du, dass ihr die Situation kreativ nutzen könnt für wie es weitergeht? Ja, es ist halt insofern schwierig und wir haben überlegt, ob wir jetzt, das Album ist draußen, wir spielen nicht, ob wir jetzt beginnen sollen, an einem neuen Album zu schreiben. Ja, und das werden wir demnächst tun. Aber dann war irgendwie die Möglichkeit, halt vielleicht doch noch eine Show spielen nächstes Wochenende. Weißt du, jetzt gehst du im Proberaum, probst dann für diese eine Show, bereitest dich vor, investierst da wieder viel Zeit und dann, naja, nein, ist nicht. Ich spiel's nicht. Und ja, es ist halt diese Ungewissheit. Wann geht's wieder los? Wie lange wird das Ganze dauern? Alles schwankt und jede Entscheidung kann auch wieder revidiert werden. Genau. Und sucht ein bisschen Stabilität, wo es gerade keine gibt, gell? Ja, es ist. Aber deswegen gibt es zu Gast im Proberaum. Das ist relativ stabil, wenn man weiß, es ist Freitag. Donnerstag. Also jetzt noch Donnerstag. Ja. Ihr seid dann am Freitag. Wir sind ja auch zu Gast. Ja, Colorado Ship. Genau. Tune in. 9.10. Ja. Yes. Ich freue mich schon. Ich auch. Das Raumschiff landet. Ja, ich hab noch nie eine Live-Session gespielt und ich fürchte mich sehr davor, muss ich sagen, weil ich sehe mich selbst nicht als Gitarrist und eine Live-Session ist halt, da kann man sich genauso gut rausziehen vor den Leuten und deswegen bin ich da. Wie stehst du zu Live-Sessions? Ja? Nein, eben diese Nova-Rock-Geschichte, das war Horror. Ja. Und du spielst dort, abgesehen davon, dass es jetzt nicht in einem Proberaum ist, sondern auf einer riesigen Bühne. Auf den Pannonia Fields, wo normal 65.000 Leute. Das ist komisch, weil keine Leute. Ja, du spielst für die Crew. Du spielst für einen FOH-Mann, für den Lichtler, für die Kameraleute. Kriegst dann Golfapplaus von irgendjemandem, der gerade mit dem Moped vorbeifährt. Ja. Ja, es war weird. Ja. Aber eben die Reaktion oder so, wie du sagst, dass du da irgendwie auch sehr aufgeregt bist. Alle sind aufgeregt. Ja. Mm. Aber sie kommen halt und ich sage, hey, jetzt sind sie im Proberaum. Das ist jetzt insofern. Ja, chill out. Ja, ein bisschen anders. Und es ist, ich glaube, die Atmosphäre trägt sehr dazu bei, dass man halt gechillt ist. Und du wirst sehen, du wirst dich sehr wohlfühlen und ihr werdet das souverän meistern. Ich habe alle Episoden gesehen. Bis jetzt, ja, voll. Und es wirkt immer sehr entspannt. Ja, es ist auch der Podcast danach. Also ist immer der Einzige, der nicht entspannt ist, bin ich. Bist du beim Moderieren? Aber ansonsten sind alle voll entspannt. Nein, es ist super chill. Noch zum Abschluss. Du als sehr aktiver Teil der Metal-Szene, was ist deine Botschaft an uns jetzt? An die Szene, oder was? Ja, an uns alle. Was hättest du gerne von uns? Gute Frage, weil ich glaube nicht. Wir haben nur gute Fragen. In der Lage oder in der Situation bin da jetzt irgendwie gute Ratschläge zu vermitteln. Aber was jetzt die Situation betrifft vom Lockdown und von, dass halt keiner spielt oder halt irgendwie alle mehr oder weniger mit der Handbremse Musik machen sind, ja, trotzdem die Zeit nutzen, aktiv zu sein, für vielleicht mehr eben in den Social Media Netzwerken da irgendwie aktiv zu sein. Die Zeit zu nutzen, um zu schreiben, vielleicht andere Projekte zu starten, keine Ahnung. Also einfach nicht verzweifeln. Und nicht nichts tun. Und nicht nichts tun. Ne? Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was man jetzt gerade machen kann. Weil eben die Zeit, so wie sie jetzt ist, kann man eigentlich ganz gut nutzen, um produktiv, aktiv zu sein. Ne?
Genau, deswegen passt der Titel auch ganz cool, finde ich, Resilience. Ja, das brauchen wir. Ja, so, das war's, wir sind am Ende. Danke für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Nochmal, das ist der Boris. Zu Gast im Proberaum, jeden Donnerstag, bald jeden Freitag. Bald jeden Freitag, ab 25. September dann Freitag. Ja, und bei den Big Boys natürlich, wie immer, liken, subscriben, sharen, sharing is caring. Und ganz in diesem Sinne, Resilient Bram und Stay Big. Macht's das gut. Ciao. Bis gleich. Ja, cool. Gefahr. Wann ist jetzt? 15 Minuten, weil ich immer sehe, dass es 15 Minuten. Ich hab 32.